Radio Goldstar. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer brandneuen Ausgabe der Kulturzeit hier bei Radio Goldstar. Am Mikrofon wie immer Ihre und Eure Maggie B. Ja, und heute an Christi Himmelfahrt habe ich eine ganz besondere Kulturzeit für Sie. Ich begrüße den großartigen Schauspieler Hans-Jürgen Schatz und ich freue mich darauf, eine Stunde mit ihm zu sprechen und zu plaudern. Lieber Hans-Jürgen, es freut mich, dass du meiner Einladung gefolgt bist und wir eine Stunde miteinander sprechen und plaudern werden. Ich sage guten Abend und hallo. Und ich sage grüß Gott, da klingt was Süddeutsches an. Ja, du hast es ja schon rausgefunden, dass ich aus München komme. Du bist ein Berliner Kind. Hoffnungslos, ja. Ja, du hast nach deinem Abitur Germanistik und Theaterwissenschaft studiert. Wie kam dann das Fernsehen oder wie wurde der Film dann auf dich aufmerksam? Oh weia, wie lange haben wir Sendezeit? Das ist wirklich eine lange Geschichte. Also ich versuche das ganz kurz zu machen. Ich habe viele, viele Abende in meinem Leben bei Dina zugebracht. Das ist die Schauspielerkneipe im ehemaligen West-Berlin, also am Savignyplatz in Berlin, wo früher alle Größen sich trafen. Und ich kam durch meine Tätigkeiten beim RIAS Berlin, wo ich ähnliche Sachen gemacht habe wie du heute, nämlich Menschen ausgefragt habe, Sendungen gestaltet habe in meiner Schulzeit. Und so kam ich zu Dina durch Simone Redl, meine liebe Kollegin, die Schauspielerin. Und dort bei Dina lernte ich kennen Gabriele Schramm. Gabi war die jüngste der drei Damen vom Grill. Ihre Mutter war Brigitte Grotum, die Großmutter Brigitte Mira. Und Gabi wusste, dass ich schon am Theater Regieassistenz gemacht habe und sagte, Hans-Jürgen, die suchen da bei der ZBF, das war die Künstlervermittlung vom quasi Arbeitsamt, heute heißt das ja alles anders, Jobcenter oder ich weiß nicht was. Und ich sagte, Gabi, ich bin doch kein Schauspieler, ich habe da und da mitgespielt im Theater, aber du gehst da hin oder es gibt Resche. Na gut, ich bin da hingegangen und kürze die Geschichte ab, das war im, glaube ich, Januar oder sowas. Und dann habe ich ab Juli in Saarbrücken 7 Wochen lang die Hauptrolle in einem Spielfilm gespielt. Mit Mareike Carrière als meiner Partnerin. Das war's. Seitdem hatte ich eigentlich keinen freien Tag mehr. Das ist unglaublich. Du hast eine der bemerkenswertesten Figuren gleich am Anfang deiner Karriere bekommen. Und zwar sprechen wir über die Spielfilmserie Heimat. Da hast du den Wilfried Wiegand gespielt. Und das war ja für alle, die diese Serie nicht kennen sollten, es spielt ja in einem kleinen Dorf während des Nationalsozialismus. Das ist immer ein heißes Eisen für alle, die es spielen. War es schwer für dich, diese Rolle zu erarbeiten? Also Heimat ist ein 11-Teiler, nicht im Sinne einer Serie, was wir kennen. Also falls das jemand angucken möchte auf DVD, ich kann nur jedem zuraten. Jeder, der Sitzfleisch hat und jeder, der gerne zuhört, für den ist das richtig. Der Dialog ist manchmal sehr sparsam, es ist ein Schwarz-Weiß. Es ist eine Familiensaga aus dem Hunsrück, eine Gegend also westlich des Rheins. Und das spielt fast von 1900 bis in die 50er Jahre. Und meine Rolle, Wilfried Wiegand, der Bürgermeisterssohn, der in Berlin auf dieser Akademie oder was es war, ich habe den Namen nicht parat, wo man also den nationalsozialistischen Nachwuchs ausbildete. Dort war der und kehrt dann zurück in den Hunsrück zu seiner Verwandtschaft. Das ist in Teil 3. Da geht das los. Und dann gibt es natürlich Szenen, wo man Dinge sagen muss, dann in der Rolle, die heute alles andere als politisch korrekt wären. Ich habe auch Dinge tun müssen. Falls du noch nicht alle Folgen gesehen hast, will ich dir die Pointen nicht vorwegnehmen, die schlimmen Pointen nicht vorwegnehmen. Die man sonst nicht tut. Und das war nicht schwer zu erarbeiten, weil das ist ja mein Beruf, mich in andere Menschen hineinzudenken, in Rollen hineinzudenken und zu gucken, wie kann man die spielen. Und das Interessante bei dieser Rolle war eben, dass man wirklich etwas spielen musste. Es gibt ja ganz viele Rollen, also die ich gespielt habe in Fernsehspielen und anderen Serien, wo man
sehr viel von sich reintun kann einfach und sagt, das ist jetzt so. Da muss man etwas erspielen und das machen. Und dann ist die Gratwanderung, dass man, die Figur hat ja für sich völlig recht, aus ihrer Sicht. Ich darf ja über die Figur nicht urteilen, während ich sie spiele. Das ist die Gratwanderung, dem Zuschauer die Handlungsweise, sagen wir mal, verständlich zu machen, warum handelt der so aus seiner Situation heraus, ohne dass man dafür Verständnis erweckt. Heimat ist wirklich sehr beeindruckend. Also ich kann es nur jedem ans Herz legen, sich dieses, wie du so schön sagst, Sitzfleisch zu holen und sich das anzugucken für Heimat. Heimat ist ja für jeden etwas anderes. Was bedeutet für dich Heimat? Ach, das ist eine Frage, die oft gestellt wird. Das ist ja ein Begriff, der ein bisschen aus der Mode gekommen war, vielleicht auch durch die Zeit, in der besagte Teile aus der Serie, aus dem Elfteiler spielen. Heimat gab es ja in den großen Spielfilmen mit Sarah Leander, wenn ich mich richtig erinnere, in dieser Zeit. Thomas Mann hat gesagt, Heimat ist, wo mein Schreibtisch steht. Aha. Da, wo er arbeiten konnte, wo er dichten konnte. Und damit hat er dann offenbar auch Kalifornien zu seiner Heimat erklärt, als er emigrieren musste. Der wunderbare Dirigent Geoffrey Tate, glaube ich, war es, der Sir Geoffrey Tate. Ich glaube, von ihm war der Satz, Heimat ist, wo seine Bücher sind. Das ist für jeden irgendwas anderes, da, wo er sich vielleicht zu Hause fühlt. Im Sinne von, wo kommst du her, ist es natürlich Berlin. Ich bin in Berlin geboren und bin auch durch und durch Berliner, denke ich. Aber ich habe ja immer wieder eine neue Heimat auf Zeit. Also wenn ich in Köln oder in Bonn Theaterproben habe und dann spiele und ensuite spiele, also jeden Abend Vorstellungen habe, bin ich ja oft 3 oder 4 Monate dann in Bonn zum Beispiel am Kontrakreistheater. Oder ich fahre immer wieder an die Oper Bonn, um da Musical zu spielen, habe aber vorher dort 4, 5 Wochen Proben gehabt. Also immer wieder eine Heimat auf Zeit. Und ich habe schon, als ich als Junge, als Schüler mit meinen Eltern die Ferien fuhr mit meiner Schwester, ich wollte dort, wo wir hinfuhren, im Allgäu oder irgendwohin, nie wie ein Tourist wirken. Ich wollte für die Zeit dort leben und dort sein. Schreibt man mit Doppel-L. Später sag ich's, wenn wir bei der Hochzeit uns küssen, jedem das wissen will. Bei dem ersten Idyll war die Süße so still wie ein Regenwurm im April. Und als der Herrgott mein gemacht, da hab ich es ihr beigebracht. Ein Vöglein hat gepfiffen, da hat sie's gleich begriffen. Der Frühling hat ihr Mut gemacht und deshalb hat sie's gut gemacht. Und heute, ja, man wundert sich, kann sie's besser noch als ich. Die Glatze ist schön und rund. Herrlich, dass ich dir nicht erst das Haar kämmen muss, bei dir hat mein Kuss gleich Platz. Und ist oben mein Schatz voller Neugier ein Spatz, ja, dann sag ich nur einen Satz. Und als der Herrgott mein gemacht, da hab ich es ihr beigebracht, ein Vöglein hat. Da hat sie's gleich begriffen. Der Frühling hat ihr Mut gemacht und deshalb hat sie's gut gemacht. Und heute, ja, man wundert sich, kann sie's besser noch als ihr. Weil du gerade so schön gesagt hast, Berlin im Herzen, trotzdem wurde ja auch
also 9 Jahre lang München beziehungsweise Grünwald, das ist ja bei München, die Bavaria Filmstudios, wurden ja quasi schon deine zweite Heimat 9 Jahre lang in der ARD-Serie Der Fahnder. Hättest du damals gedacht, dass diese Serie, die sogar 1989 mit dem Adolf-Grimme-Preis ausgezeichnet wurde, so erfolgreich wurde und sogar Kultstatus hat? Nee, das kann man nicht wissen vorher. Es kam ja ganz überraschend, dieses Angebot darin zu spielen. Also wer das nicht kennt, Der Fahnder ist, heißt Faber, der hat keinen Vornamen gehabt. Klaus Wennemann hat den gespielt. Klaus Wennemann kennen wahrscheinlich die meisten als den leitenden Ingenieur in Das Boot mit Prochnow und Grönemeyer zusammen. Klaus hat diesen Faber gespielt, diesen etwas ruppigen Ermittler, also Kriminalpolizei. Wir haben viel in der Bahnhofsgegend gedreht. Ich war so ein junger Kommissarsanwärter, ihm beigegeben. Unser Chef, Hauptkommissar Rick, Dietrich Mattausch, der hier bei mir zweimal um die Ecke wohnt. Wir treffen uns häufig auf der Straße und quatschen dann ein bisschen. Ja, Dietrich Mattausch mal gesagt hat, na Herr Kühn, lernen Sie wieder Polizeipräsident. Damit wurde ich also immer gefrotzelt. Ja, das ist diese Serie gewesen. Dieter Pfaff war dabei als Streifenpolizist in Uniform. Barbara Freier als die Freundin vom Faber. Das haben wir angefangen, 83 an Pfingsten. Und ich habe dann nach 5, 6, 7 Folgen. Ich glaube, mein erster Vertrag war über 10 Folgen oder sowas, 12 Folgen. Man hat ja früher immer so gedreht auf ein Vierteljahr, ein halbes Jahr zum Senden oder so. Das war so der Rhythmus. Und ich habe immer gemerkt, wir sind anders als die anderen. Ich hatte davor 3 sehr, sehr schöne Rollen über 3 Jahre verteilt im Derrick gespielt. Derrick in den feinen Villen und immer hoch besetzt und immer etwas feiner und die Dialoge ganz anders von Herbert Reinecker, als wir das so hatten. Aber ich wusste ja nicht, sind wir besser. Und wird das gut ankommen bei den Menschen? Und wir haben, bevor das auf Sendung ging, und das dauerte genau 3 Jahre, wir haben 3 Jahre lang gedreht, dann wurde es zum ersten Mal gesendet. Wir hatten 28 Folgen gedreht. Und ich habe immer gesagt, wenn du jetzt Mist gemacht hast, 28 Folgen lang, und die Leute mögen das nicht, dann kannst du deinen Laden zumachen. Ich war ja noch ziemlich am Anfang. Ich habe 78 mit diesem Film, über den wir vorhin sprachen, Flamme empor, angefangen. Dann der Weißen Rose gespielt bei Verhoeven, dann Heimat gemacht, dann kamen schöne Fernsehspiele, eins auch mit Herbert Grönemeyer, dann kamen die Derricks und so. Aber der Fahnder, wenn man jede Woche auf dem Schirm ist und der Schuss geht nach hinten los, bist du erledigt. Aber der Schuss ging alles andere als nach hinten los und es war ein irrsinniger Erfolg. Und ja, heute heißt es, dass das Kultstatus hätte, weil die Menschen, das Publikum ist mit uns älter geworden und die lieben das immer noch. Und ich werde dauernd gefragt, wird das nicht nochmal wiederholt oder so? Also ich kann im Moment nur alle auf die DVDs vertrösten, das kann man ja kaufen. Da hast du recht, dann hören wir doch jetzt die Titelmusik vom Fahnder. Es ging ja bei dir gleich im Anschluss an den Fahnder weiter. 1993 wurdest du ja für Salto Postale der Chef von Wolfgang Stumpf. Und was ich sehr, was ich sehr spannend fand, du solltest ja den typischen Wessi spielen. War es für dich als Wessi leicht oder schwierig, einen typischen Wessi zu spielen? Naja, das ist, war nicht schwer, weil wir haben durch Inge Ristock, das war die Autorin der Distel in Berlin, des berühmten Kabaretts in der Friedrichstraße, und in Gunter Antrag, einem Kabarettkollegen von Wolfgang Stumpf, wir waren zusammen, Detlef Rothe am Klavier und Antrag und Wolfgang Stumpf, die waren ja ein tolles Kabaretttrio.
Die habe ich auch so erlebt in der Komödie in Dresden und auch hier in Berlin bei den Wühlmäusen. Und es war rappelvoll ausverkauft und die Leute haben Scheiße geschrien. Es war so irrsinnig komisch mit und nie unter Niveau. Das war immer ein gutes, intelligentes, politisches Kabarett. Diese Autoren haben natürlich super Dialoge vorgegeben. Es ist ja ganz klar eine Serie, die aus 6 Folgen in jedem Jahr nur besteht, die 25, 30 Minuten lang sein dürfen, maximal. Da kann man ja nicht viel machen. Das ist also an nicht für jede Rolle viel Raum geben. Das ist ja, muss ja jeder irgendwie zu Wort kommen. Und die haben sehr gute Dialoge geschrieben. Es war immer ein guter Plot, manchmal ein sehr simpler Plot, aber super Dialoge, wo eben nicht nur ich den typischen Wessi gespielt habe, im negativen Sinne, der alles vor der Kamera sagen durfte, was manche Leute über den Osten gedacht haben, aber nie hätten sagen dürfen, weil das politisch nicht korrekt gewesen wäre. Und genauso gut haben Achim Wolf und Wolfgang Stumpf als meine beiden Postler, das war so ein wunderbarer Versprecher immer von uns, beide die typischen Ossis gespielt haben, um natürlich gegen den Westler. Also man braucht ja für ein Zündholz eine Reibefläche, sonst funktioniert ja nichts, dann entsteht ja kein Funke. Und die Funken sind da reichlich entstanden. Also wir haben das ja vor Publikum im Studio aufgezeichnet. Jeder Lacher bei uns war echt. Es war, wöchentlich politisch aktuell. Wir haben am Donnerstag aufgezeichnet, zwei Varianten. Und manchmal in der Pause dazwischen war die Tagesschau schon gelaufen. Unser Autor saß vom Fernseher und sagte, den und den Satz müssen wir ändern, weil die haben im Bundestag gerade das und das beschlossen. Und dann wurde der Satz geändert, sagte, könnt ihr euch das noch merken? Oder einmal kam der Wolfgang zu mir und sagte, du hör mal, an der und der Stelle, kannst du da den und den Satz sagen? Weiß keiner, wissen jetzt nur wir können aber niemanden mehr fragen. Ich sage, ja, Wolfgang. Bumm, ging das Ganze los. Und dann denkt man die ganze Viertelstunde, bis es kommt, denkst du, denk dran, dass du da den Satz sagst. Und zwar knochentrocken, als hättest du ihn geprobt. Und dann haben wir das gemacht. Und dann war es auch noch ein Lacher und ein Applaus. Und das hat dann gesessen. Das ist schon klasse. Also das war nicht schwer zu spielen, weil die Texte waren einfach wahnsinnig gut. Und wenn man Stumpf und Wolf als Partner hat, und dann hatten wir ja super Gäste in dieser ganzen Sache, Franziska Trögner und Beatrice Richter, die auch durch 6 Episoden dann als Dauerrolle gingen. Dann meine Freundin Helen Vita als meine Schwiegermutter, Gäste wie Eddie Arendt, Herbert Feuerstein war da, Dieter Thomas Heck war da, Lippert war da, Elisabeth Volkmann, ach Gott, viele gibt es ja schon gar nicht mehr von denen. Du hast die Gaststars gerade angesprochen. Ich weiß, dass auch Angelika Milster in der Sendung mitgewirkt hat. Angelika war auch mit, ja, dabei. Und weil ich jetzt gerade, du weißt, wir haben ja eine Musiksendung und mit Angelika Milster kann man ja wunderbar auch ins Musical reingehen. Und hat das, die mit Musical zu tun? Ich denke schon. Wir allerersten Musical, was Angelika Milster, ich denke, es war das allererste, gespielt hat, und zwar hier in Berlin am Hebbeltheater, als es das noch gab. Da spielte sie die weibliche Hauptrolle. Das Musical hieß Tingle Tangle, begann in den 20er Jahren, ging über die 50er, über die Nazizeit bis in die 50er Jahre. Und da war ich Regieassistent und musste auf der Bühne auch mitspielen. Aha. Und da habe ich auch eine Geschichte mit Angelika, die kann ich vielleicht, ich ahne, du willst jetzt eine Musik von Angelika spielen, danach vielleicht erzählen. Die ist nämlich sehr schön, die Geschichte. Dann spielen wir einen Titel von Angelika Milster und hören uns gleich wieder mit der spannenden Geschichte von Hans-Jürgen Schatz und Angelika Milster. Seien Sie gespannt. Vor dem Publikum steh, das helle Licht der Scheinwerfer seh, dann bin ich endlich wieder zu Haus. Und wenn die Musik zu spielen beginnt, der erste Ton ganz leise erklingt, dann hör ich aus dem Saal schon Applaus. Wenn die Glut des Lampenfiebers mich packt, ist nichts mehr, was mich hält. Und mein Herz schlägt laut den Rhythmus im Takt. Musik ist meine Welt. Meine Lieder sind mein Leben. Mein Leben ist Musik. Dafür würde ich alles geben. Sie macht mich stark und bringt mir Glück. Meine Lieder sind mein Leben. Was wär ich ohne
auf Zauberflügeln der Illusion, hinauf in eine andere Welt. Und wenn ich von Sehnsucht und Liebe sing, weiß ich, mein Leben hat einen Sinn. Musik ist alles, was für mich zählt und schlägt die letzte Stunde für mich und ich muss für immer gehen. Möchte ich bis zum Schluss im Scheinwerferlicht singen, dann Zu Gast heute der wunderbare, charmante Schauspieler Hans-Jürgen Schatz. Und er erzählt uns jetzt eine private Geschichte mit Angelika Milster. Ja, das ist lange her. Das war eben bei diesem Musical, was Angelika in Berlin hier gespielt hat, wo ich Regieassistent war und in kleineren Rollen mitspielte. Ich war auch der Nummernboy, was früher ein Nummerngirl war, eben in einer Revue, die eben, du weißt, wovon ich spreche, diese großen Tafeln in der Hand hat, wo eine Nummer drauf stand eben. Das war voller Nummer, sagte man ja auch. Wenn er über die Bühne ging, dann konnte jeder im Programmheft gucken, ah, jetzt kommt die Nummer 5, das ist jetzt ein Kabarett-Sketch oder ist eine Schlagernummer oder was auch immer. Und den machte ich, geschminkt so ein bisschen wie, ja, von der Machart her, wie Joel Grey in Cabaret. Mhm. Und war da vom Vorhang im Spotlight. Ich habe keine Ahnung, warum ich das konnte, weil ich habe ja sowas vorher nie gelernt und gemacht. Und spielte. Montags war immer spielfrei und einen Montagmorgen wachte ich auf und dachte, diesmal ist es soweit. Ich hatte Bauchschmerzen an einer ganz bestimmten Stelle und jeder, der mit dem Blinddarm zu tun hatte, kennt dieses Gefühl. Mhm. Und ich dachte, naja, was machst du jetzt? Also ich kürze die Geschichte ab. Ich erinnere mich, dass ich abends 7:55 aus dem OP geschoben wurde und guckte auf die große Uhr auf dem Flur und sagte zu der verdutzten Krankenschwester, oh, dann schaffe ich es ja noch zur Vorstellung. Dachte, so ein bisschen Galgenhumor kann ja nicht schaden, weil 8 wäre ja der Vorhang, wenn es nicht Montag gewesen wäre, wäre der Vorhang im Hebbeltheater hochgegangen. Also ich hatte angerufen, den Abendregisseur natürlich am Montag, bevor er ins Krankenhaus ging, und gesagt, ich falle erstmal aus. Und dann haben die Kollegen sich das geteilt. Unter anderem hat, glaube ich, Angelika meine Nummern-Boy-Nummer als Nummern-Girl übernommen. Das Allerschönste und Wichtigste an der Geschichte ist natürlich, das ist ja jetzt erstmal nur der lange Anlauf gewesen. Ich bin nach 10 Tagen wieder ins Theater gegangen und habe wieder gespielt, gesungen und getanzt. Und komme in meine Garderobe, das heißt in unsere Garderobe, wir waren in einer großen Garderobe, 6 Mann, und komme an meinen Platz und da steht der größte gelbe Blumenstrauß, den ich je gesehen habe, im tiefsten Winter, ich glaube, es war im Januar. Ranunkeln, Tulpen, Oster, alles, was ist schon ein riesengroßer gelber Blumenstrauß. Und der war von Angelika und sie hat mir nur geschrieben, herzlich willkommen, schön, dass du wieder da bist. Wie schön. Das ist Angelika. Das ist ganz unglaublich. Und wir hatten noch eine zweite Geschichte, die kann ich auch erzählen. Erstmal ist sie aus erster Hand, nämlich von mir. Ich habe sie erlebt mit ihr. Ist auch kein Klatsch, es zeigt einfach nur, was sie für einen Charakter hat. Wir haben, wie gesagt, auch in Salto Postale war sie in einer Episode auch zu Gast. Da hat mich offenbar von jetzt auf gleich Norovirus erwischt. Ich weiß noch, wie ich mitten im Text, im Dialog, in der Dekoration zum Regisseur sage, Entschuldigung, ich muss raus. Und war innerhalb von einer Viertelstunde völlig außer Gefecht gesetzt, lag in meiner Garderobe auf der Liege, um mich erstmal zu erholen.
Und auf einmal geht die Tür auf und Angelika sagt, wie geht's dir denn? Und alles in Ordnung? Und ich sage, naja, es geht so. Sagt sie, guck mal, das habe ich bringen lassen von meinem Arzt, ein Rezept. Hat ihn Taxi kommen lassen mit dem Rezept. Und sagst du das auf dem Rückweg, holst dir das in der Apotheke, dann geht's dir vielleicht heute Abend schon besser. Das ist unglaublich. Also es gibt wenige Menschen, die überhaupt so schnell reagieren können, an sowas denken, selbst wenn sie noch so gutherzig sind. Aber dass sie dort auf der Probe daran gedacht hat, mit ihrem Arzt zu telefonieren und ein Rezept kommen zu lassen für mich, damit es mir am nächsten Tag wieder besser geht. Ich glaube, nächsten Tag fiel ich dann aus. Ich habe am übernächsten dann meinen Text konnte ich. Und aber das ist Angelika Milster, die also, und das habe ich mir auch gemerkt, ich liebe seither diese gelben Blumensträuße. Mhm. Und gut, ich habe das gelernt, so von meinem Vater hilfsbereit zu sein, aber das ist nicht weit verbreitet und das macht sie zu einem ganz besonderen Menschen. Ich denke, das merkt man auch, wenn sie auftritt in großen Fernsehshows oder bei manchen anderen Events, wo sie dabei ist, spürt man doch auch aus ihrem Gesang heraus eine gewisse Warmherzigkeit. Es gab mal so das schöne alte Wort, ja, aus heutiger Sicht altmodische Wort, Patent. Ja, die ist patent. Die kann ein Kumpel sein, ohne kumpelhaft zu sein. Ich habe, glaube, nur diese Male bei Salto Postale mit ihr und damals da am Theater gearbeitet, wo ich bei ihrem Sohn Babysitter war am Montagabend. Das sind alles Geschichten. Wir kommen, ich sehe schon, wir machen mit dir. Das wird Angelika Milster Special. Du hast so viel Berufserfahrung. Gibt es Dinge, die dich an deinem Beruf stören? Koffer packen. Das kann ich gut nachvollziehen. Reicht, ist auch schon alles. Koffer packen. Und zwar, wenn man losfährt. Also wenn man auf Theatertournee geht oder in eine andere Stadt geht. Also auf Theatertournee ist am schwierigsten. Weil man kann vom Bus ins Hotel nicht mehr als einen Koffer und eine Reisetasche schleppen. Man kann manche Dinge, die man nicht zwingend braucht, im Bus lassen, sodass es von außen nicht einsehbar ist. Nicht lauter solche Geschichten. Aber man kann eben nicht sehr viel mitnehmen. Und wenn man dann noch in einer Jahreszeit reist, wo es, so sagen wir mal, im Frühjahr von den kalten Temperaturen, man fährt ja auch durch ganz Deutschland, in den verschiedenen Regionen ist es anders, das Wetter wechselt, was nimmst du mit, was nimmst du nicht mit? Man kann oft auf Tournee nicht Wäsche waschen. Wenn man in eine Theaterwohnung fährt, eben in eine andere Stadt für Proben und Spielen, ja, dann kann man sein Auto ja auch vollpacken mit den Sachen, dann geht es. Aber dieses Einpacken und möglichst wenig Einpacken, es nervt mich jedes Mal wieder, wenn ich irgendwo für 3-4 Wochen hinfahre. Von da nach Hause ist ja einfach. Was dir gehört, packst du ein. Und das Rest gleich noch mit. Aber was magst du an deinem Beruf? Fragen wie diese. Fragen, ja, siehst du, und schon ist sie gestellt und beantwortet. Ja, naja, so ist das. Ach Gott, das sind tausend Sachen. Im Grunde mag ich alles an diesem Beruf, auch die unangenehmen Dinge, weil die gehören natürlich dazu. Bei Schnee und Eis eine ganze Nacht an der Autobahn stehen und drehen für eine Krimiserie oder im Hunsrück war es ja auch nicht immer einfach oder furchtbar schwitzen oder neben stinkenden Müllautos den ganzen Tag stehen auf der Straße und drehen und komplizierte Sachen sagen. Das gehört eben dazu, das ist so. Aber überwiegend ist es doch eine sehr angenehme Arbeit und auch ja eine gut bezahlte Arbeit in der Regel, dürfen wir auch nicht vergessen. Vor allem aber, und das ist ja das Wichtigste, man macht es für andere Menschen. Man kann die Menschen damit unterhalten, was nicht bedeutet, nur komisch zu sein oder nur traurig zu sein. Letzten Endes ist alles am Theater Unterhaltung. Ob Hamlet oder Pension Schöller, es ist beides Unterhaltung. Ob ich Salto Postale gedreht habe oder Heimat, es ist beides unterhaltend. Ich mache es für andere Menschen, um die zum Lachen zu bringen, zu rühren. Vielleicht lernen sie auch was dabei, ist auch gut. Ich habe bei vielen Arbeiten auch Dinge dazugelernt, aber ich mache es für andere Menschen und ich kriege eine, glücklicherweise nun seit 40 Jahren, auch immer eine positive Resonanz. Das ist ein sehr schönes Stichwort, weil ich habe ein bisschen nachrecherchiert und wir schließen jetzt die letzten 1,5 Jahre, die klammern wir jetzt aus. Aber in einem normalen Jahr absolvierst du, dass unsere Hörer auch mal wissen, was du leistest, mindestens 50 Lesungen, Konzerte und rund 100 Theatervorstellungen. Was machst du, um das zu schaffen? Weil das ist ja ein Marathon. Wie hältst du dich fit? Also glücklicherweise ist es nicht ganz so viel. Ich danke dir für die Blumen. Gelbe. sind nicht ganz so viele Vorstellungen im Monat. Das könnte man ja gar nicht schaffen. Aber tatsächlich habe ich, als wir
Drei Männer im Schnee in der Komödie am Kurfürstendamm spielt mit Herbert Köfer und Marianne Kiefer und Jürgen May. Habe ich zu der Zeit Proben gehabt im Studio für Salto Postale. Wir hatten immer Montag, Dienstag, Mittwoch Proben. Und am Abend, außer montags, hatte ich natürlich Vorstellung. Donnerstag war Aufzeichnung. Da konnten die am Theater nicht spielen. Hat Jürgen Wölfer gesagt, okay, dann mache ich den Spielplan so, dass sie am Donnerstagabend frei haben. Aber ich wurde ja sonst immer von der Probe direkt am Theater abgekippt und bin direkt auf die Bühne gegangen und war um 11 zu Hause und bin um 6 wieder aufgestanden, wieder ins Studio gefahren. Das ist ja immer nur auf eine gewisse Zeit. Wenn man das jeden Tag machen müsste, kann man das irgendwann nicht mehr durchhalten. Wenn man weiß, das ist jetzt für 4 Wochen, für 5 Wochen. Ich hatte auch in München so eine Überschneidung, Fahnder gedreht und am Abend mit Karl Schönberg und Corinna Genest und Horst Naumann Theater gespielt. Dann kann man das durchhalten. Das hat sehr, sehr viel mit Disziplin zu tun. Man muss alles andere dann eigentlich ausklammern. Da geht gar nichts mehr. Man kann immer nur noch lernen, drehen und zwischendurch auf der Bühne. Die Sache kann man ja nun inzwischen dann. Das geht natürlich nicht, wenn da eine Premiere wäre, aber das haut schon hin. Ich halte es an der Stelle mit Daniel Barenboim. Der ist ein richtiger Workaholic und es gab so Witze in Berlin, wenn der vormittags in der Philharmonie ein Konzert dirigiert und am Abend in der Staatsoper unter den Linden noch eine Oper, dann nimmt er in dem Taxi auf dem Weg dahin noch eine Schallplatte auf. Also das war der ein Scherz über Barenboim, der wahnsinnig fleißig ist. Und der hat einen wunderbaren Satz gesagt: Wenn ich das, was ich tue, als Arbeit begreifen würde, würde ich nicht die Hälfte davon machen. Und wenn ich darüber nachdenke, dann kann ich für mich sagen, ich habe noch nie gesagt, ich gehe zur Arbeit. Wenn einem das Freude macht, was man tut, kann man das auch alles. Das stimmt. Es gibt so viele Menschen, heute allerdings auch manche junge Kollegen, die kommen zur Tür rein und sagen, ach, jetzt muss ich erst mal einen Kaffee trinken. Da kriege ich schon so einen Hals, das kann ich nicht. Also das ist so, weiß ich nicht. Gut, jeder Jeck ist anders, sagt man im Rheinland. Man kann das alles, wenn es einem Freude macht, geht es natürlich sehr viel leichter, als wenn man ungeliebte Dinge tut. Und das Geld ist es nicht, was dabei tröstet. Weil es gibt so Tage, da könnte mir einer einen Lottogewinn dafür geben oder so. Wenn du keine Kraft mehr hast und dich nicht mehr konzentrieren kannst und bist nicht mehr gut vor der Kamera oder auf der Bühne, dann tröstet das ja auch nicht. Jetzt muss ich dir eine Frage stellen, die mir schon lange unter den Nägeln brennt. Wie viel brauchst du? Nein, nicht diese Frage. Mich interessiert, weil mich reißt es vor jeder Vorstellung ja immer vor Lampenfieber weg. Wie ist das bei dir? Hast du Lampenfieber? Hattest du Lampenfieber? Oder wie schaut's aus? Also es gibt namhafte Kollegen, die zu mir gesagt haben, in puncto Lampenfieber. Und das hört nie auf. Das wird immer schlimmer, je älter man wird. Also ich warte noch drauf. Ich habe jetzt länger nicht Theater gespielt, aber ich glaube, selbst wenn ich jetzt eine Rolle lernen müsste und würde rausgehen, ich habe ja kürzlich am Berliner Kriminaltheater die männliche Hauptrolle in einer Krimikomödie von Peter Hacks übernommen. Da habe ich hier in diesem Zimmer mit einem jungen Kollegen, der Zeit hatte, den habe ich dafür richtig engagiert, mit dem habe ich 14 ausführliche Textproben gemacht, um mir den Text einzubimsen. Sonst habe ich ja mehr Zeit, das zu lernen. Und dann waren auf der Bühne auch nur, ich glaube, 3 Probentage, wovon ich ja nicht unentwegt dran, weil die anderen mussten ja auch ihre Sachen machen. Unter anderem die wunderbare Vera Müller an deiner Seite. Vera Müller, gibt es auch Geschichten. Sie merken schon, Hans-Jürgen Schatz muss wieder in unsere Sendung kommen. Ja, man erlebt ja was im Laufe der Jahre. Dann war die Premiere und ich war völlig unaufgeregt. Ich bin da einfach sehr konzentriert und bin dann sehr früh auf der Bühne hinterm geschlossenen Vorhang und will nicht mehr noch quatschen und machen und tun und tralala, weil dafür hat man zu viel Text und man muss ja auch die Rolle irgendwie noch spielen. Man muss den Text ja irgendwie gestalten, auch noch in der Rolle. Man kann ja nicht nur einfach einen Text aufsagen. Aber das ging toi 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 sehr gut und ich war vor allem froh an dem Abend, dass ich die Türen nicht verwechselt habe. Also sollte jemand von unseren Freunden und Bekannten irgendwann noch in die Vorstellung kommen, dann werden Sie sehen, es gibt da hinten an diesem Bühnenbild so einen Rundhorizont, ich glaube 4 Türen oder sind sogar 6 Türen, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, wir haben das Stück ja nun schon ein Jahr lang nicht mehr spielen können. Ich war zu kurz in der Szene, um es mir zu merken, wie viele Türen sind, aber dass man nicht in einer Tür in mein Zimmer geht und durch eine andere Tür rauskommt aus meinem Zimmer oder so. Da war ich sehr froh. Das klingt jetzt für den Hörer vielleicht sehr, sehr äußerlich.
Das sind so Dinge, die einem dann das Leben schwer machen. Beim Text kann man ja noch irgendwie spinnen, Hauptsache es geht weiter. Weil du gerade toi 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 sagst, bist du abergläubisch? Nee, toi toi toi. Gott sei Dank. Das ist gut, aber... Ja, es gibt ein paar wunderbare Bräuche am Theater, die habe ich ja auch nicht erfunden. Und es ist so schade, dass manche Dinge so abhanden kommen, auch beim Film. Also es war immer, ich weiß nicht, wie das heute ist, ich habe in diesen 30 Jahren unentwegt mit Fernsehen nicht einmal durch die Kamera geguckt, also durchs Objektiv, also in die da reingeschaut, weil, also erstmal ungefragt darf man das gar nicht machen. Das ist ein Sakrileg sondergleichen. Man guckt nicht durch die Kamera, das ist verboten, das ist teuer. Guckst da ungefragt rein, ganz teuer. Eine Runde für die Mannschaft mindestens gegen Stativ mit dem Scheinwerfer rennen. Ja. Eine falsche Bewegung, rennst gegen den Scheinwerfer, der verstellt, ohne Lage für die Technik. Nicht? Also, oder sich in einen fremden Stuhl setzen, wo der Name drauf steht. Leute, also ich habe ja Sachen erlebt, da sitzen dann plötzlich Leute. Viele glauben ja immer, dass der Beruf des Schauspielers nicht ernst zu nehmen ist. Aber wie wir ja gerade auch in unserem Gespräch heute erfahren, ist das ja unglaublich, was ein Schauspieler auf der Bühne oder auch im Film leisten kann. Gehen wir ein bisschen. Und aushalten muss manchmal. Und aushalten, du sagst es vollkommen. Also im Theater die ganzen Bräuche nicht. Nicht pfeifen im Theater. Wieso darf man nicht pfeifen, sagen die jungen Kollegen? Dann versuche ich das so zu erklären. Oder man soll nicht auf der Bühne essen. Oder nicht im Mantel, zum Beispiel vor einer Premiere, wenn man zu den Kollegen hinter die Bühne will, zum Toi 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 wünschen, in einem Mantel durch ein fremdes Bühnenbild laufen. Das bringt angeblich auch Unglück. Warum, weiß ich nicht. Aber man merkt es sich und macht es dann einfach nicht. Und auch nicht viel Glück wünschen und unter einer Leiter durchlaufen. Schwarze Katzen sind eh ganz unerwünscht. Lauter so Geschichten. Ach, sehr schön. Wir machen ein bisschen Musik. Wir hören uns ein bisschen in die Welt der Unterhaltung rein und sind gleich wieder da mit dem Schauspieler Hans-Jürgen Schatz. Und da sind wir auch schon wieder. Heute ein Gespräch mit dem sehr sympathischen Hans-Jürgen Schatz. Du warst auch vor kurzem im Studio. Und zwar hast du die Abenteuer einer Silvesternacht von E.T.A. Hoffmann aufgenommen. Erzähl uns ein bisschen darüber. Ach ja, E.T.A. Hoffmann, das ist auch so ein Lieblingsthema von mir. Und da gibt es auch mittlerweile ein ziemlich großes Repertoire. Ich glaube, es sind 8 oder 9 Erzählungen, die ich im Repertoire habe, die sich so in den letzten 30 Jahren, die ich mit Lesungen unterwegs bin, angesammelt haben. Und die nehme ich jetzt so nacheinander auf bei einem ganz jungen Label, das mein Tonmeister, mit dem ich seit fast 30 Jahren arbeite, und 2 Schauspielkolleginnen von mir, die haben ein Label gegründet, die Gehörgang.
Alles, was rechtefrei ist und was ich im Repertoire habe, habe ich jetzt in der Zeit, wo man andere Dinge nicht tun konnte, im Theater oder im Fernsehen, habe ich dort aufgenommen. Und die Abenteuer der Silvesternacht ist eine Sache, die erstmal in Berlin spielt, um den Gendarmenmarkt herum, zwischen Schloss und Gendarmenmarkt. Und dann mit einer in diese Geschichte eingelegten Geschichte, in Briefform, wie man das früher so gemacht hat, geht es dann nach Italien. Und da findet dann die Geschichte vom verlorenen Spiegelbilde statt. Das kennen wir aus der Oper Hoffmanns Erzählungen, dass der berühmte Giulietta-Akt, der in Italien spielt. Das ist diese Erzählung, die ich gemacht habe, aber jetzt habe ich es gerade, ich habe Reisebriefe von Theodor Fontane aufgenommen. Das Programm hatte ich gemacht zu seinem 200. Geburtstag im Jahre 2019 im Renaissance-Theater, mehrfach ausverkauft und unter großem Hurra gelesen, weil diese Sachen, die Fontane seiner Frau und seiner Tochter da geschrieben hat, die hat er nicht komisch gemeint und die waren für ihn auch nicht komisch, diese Situationen. Aber Schadenfreude ist die schönste Freude und wir lachen uns natürlich dann heute kaputt über viele Dinge. Und das war ein sehr schönes Bühnenprogramm, da habe ich gesagt, das mache ich jetzt, Fontane. Und das habe ich aufgenommen und musste meine Plaudereien von der Bühne dann in knappe Sätze fassen, habe die aufgeschrieben und dann eben quasi als Moderation dazwischen gelesen. Also es ist mein Bühnenprogramm im Großen und Ganzen und ich hoffe, dass es Mitte Mai dann zu haben sein wird. Das ist heute ja, heute, man macht ja kaum noch CDs, man sagt ja seit Jahren, CDs sind kein Geschäft mehr. Wir machen das zum Download. Ich glaube, der Fontane ist auch so 90 Minuten. Und das ist immer so ein Einheitspreis für einen so ein, ich nenne das jetzt Album, man kann ja nicht mehr sagen CD, also nenne ich es Album, ein Höralbum zum Download, kostet 9,99 €. Das bedeutet, man lädt das runter, hat es im Computer, also man hat es dann auch. Aber für Haptiker wie mich, also Menschen, die Dinge gerne anfassen und ein Booklet, ein Beiheft aus einer CD rausnehmen, um darin zu lesen oder Fotos zu gucken, das kommt, glaube ich, sehr aus der Mode, beziehungsweise es macht natürlich viel Mühe, so ein Booklet, auch wenn es nur 8 Seiten hat, herzustellen. Da muss ein Grafiker ran, ein Autor ran, da sind Fotos drin, das muss gedruckt werden, das kostet alles viel Geld. Und das ist ja im Moment die Situation, in der Labels und Firmen sind, dass man Geld einsparen muss, ohne an der Qualität des Eigentlichen, und das ist ja der aufgenommene Text, daran sparen darf. Also wer den Fontane hören will, das ist irrsinnig komisch. Der E.T. Hoffmann ist sehr spannend und auch eine gut gelungene Aufnahme, das darf ich, glaube ich, sagen. Hoffmann ist aus dem Spezialgebiet von mir. Ich habe dann 2 Alben auch gemacht mit Kurt Tucholsky-Texten, Gedichte und Prosa. Und ein Weihnachtsalbum. Und was anderes ist auch schon fertig, aber da muss ich noch die begleitenden Texte dazu schreiben. Und da kommt das auch raus. Also langweilig wird es trotz allem nicht. Das ist das Großartige daran und auch das sehr Schöne an dir, dass du so vielseitig bist, so vielseitig wie die Musik, die wir heute hier auch hören können und spielen können. Und wir machen mal wieder einen kleinen Ausflug in die Welt des Musicals. Die Welt des Musicals ist ja auch für dich eine Welt, in der du zu Hause warst, weil du kannst singen, du kannst tanzen. Das weiß ich seit unserem gemeinsamen Auftritt bei meiner Weihnachtsshow Maggie Christmas, wo du schon wie Charles Dickens durch die Weihnachtsgeschichte geführt hast, beziehungsweise uns alle verzaubert hast. Also so schöne Erinnerungen an diesen Abend im Admiralspalast. Aber auch die Oper in Bonn hat dich engagiert, hat dein Talent, was das angeht, erkannt und du standest an der Seite von Michael Schanze. Wie war die Zusammenarbeit mit ihm? Michael Schanze habe ich in meiner Jugendzeit schon verehrt, das darf ich sagen. Michael ist älter als ich. Michael Schanze war, die Jüngeren werden ihn leider gar nicht mehr kennen, außer sie kennen vielleicht das, die Sache mit dem Plop, diese Kindersendung. Michael war in den 70er, 80er Jahren der deutsche Showmaster. Über ihm gab es nur noch Peter Alexander.
Michael hatte eine Show, die hieß, glaube ich, hätten Sie heute Abend Zeit für mich oder sowas? Ich glaube, die hieß sogar so. Hat große Schlagertitel gesungen, die aber nicht so im Sinne des Schlagers waren, wie er damals war, sondern mehr so Entertainer-Titel waren. Eine wunderbare Stimme, ein gut aussehender junger Mann, der sich bewegen konnte, der moderieren konnte, der Sketche spielen konnte. Es gibt da auf YouTube irrsinnig komische Sachen aus der Zeit mit Wenke Mühre und ich weiß nicht was. Ganz großartig. Der Michael hat immer noch eine wunderbare Stimme. Er ist ein großartiger Musiker und hat ja dann nach dieser Show damals, hat er dann den Flitterabend noch gemacht. Und kann ich mich noch gut dran erinnern. Dann diese Plop-Geschichte. Und ich war bei ihm in einer Show, Nur keine Hemmungen hieß die. Da hatte er in der Show, ich glaube, 4 Prominente, die jeweils eine Privatperson noch mitbringen sollten. Und man hat Charaden gespielt dort. Und die anderen mussten raten, was das ist. Da habe ich ihn eigentlich kennengelernt. Daran konnte er sich dann, er hat gesagt, ja, er wüsste, ich glaube nicht, dass er sich noch daran erinnern konnte. Das war einfach irrsinnig lange her, fast 30 Jahre. In Baden-Baden beim Südwestfunk. Und die Zusammenarbeit mit ihm war gar keine Zusammenarbeit. Das war ein einziges Vergnügen. Ich werde das nicht vergessen, ich kam auf die Probebühne, den ersten Tag waren wir nur eine halbe Stunde alle da, das war so ein Kennenlernen, der Regisseur hat Hallo gesagt und ein bisschen die Inszenierung vorgestellt, dieses Bühnenbild, was sehr aufwendig war, wurde präsentiert uns allen und ich machte die Tür zur Probebühne auf, kam fast als Letzter, nicht zu spät, aber als Letzter und sah als Erstes ganz weit hinten sitzen Michael Schanze und der guckte, winkte gleich, strahlte mich an und da war zwischen uns alles klar. Also das ist, wir haben kürzlich gerade telefoniert und Michael schreibt inzwischen selber auch Musicals. Ich war 2018. Am 10. Oktober hatte er in Wien Premiere seines Musicals Heidi, der berühmte Heidi-Stoff. Ja. Und also wir haben natürlich in Bonn nicht gespielt an diesen Tagen, war klar. Und dann habe ich gesagt, Michael, weißt du was, das ist mein Geburtstag. Und da schenke ich mir eine Reise nach Wien, wenn es dir recht ist, käme ich zur Premiere. Bei die Uraufführung. Sagt er, klar, freue ich mich doch. Und die Uschi freut sich und da kommst halt. Und dann bin ich am Tag vorher, Wien ist eine meiner Lieblingsstädte und bin nach Wien geflogen. Dann haben die mich so reingelegt, der Michel und die Uschi. Ich war tagsüber in der Stadt, war im Museum, habe die Dolle-Bräugel-Ausstellung gesehen. Am Tag vorher war ich mit einer Freundin von der Wiener Staatsoper in einer herrlichen Monet-Ausstellung in der Albertina. Und ich sitze an meinem Geburtstag mittags im Café Museum am Karlsplatz. Die haben den besten Backhändelsalat in Wien, den ich kenne. Und gegessen aller Ruhe, herrliches Wetter. Naja, denke ich, jetzt hast du noch ein bisschen Zeit. Gehst ins Hotel, duscht in Ruhe, ruhst dich ein bisschen aus. Und dann gehst du zur Premiere. Telefon, die Uschi dran. Hans-Jürgen, du, die Verlegerin von Michael ist jetzt da. Und wir sind hier im Hotel und die gibt nachher einen kleinen Empfang. Und wir wollten dich natürlich dazu bitten, kannst du kommen? Ich sage, wann denn? Naja, wenn du so um 5, ich sage, um 5. Es ist 4:30 Berufsverkehr in Wien mit dem Taxi zum Hotel. Es war, komm an im Hotel, sag an der Rezeption, guten Tag, bin mit Herrn Schanze verabredet. Ja, wenn Sie da um die Ecke, komm in diesen riesengroßen Speisesaal. Das ist der Michael, seine Freundin Uschi und die Verlegerin. Niemand weiter. Was ist denn jetzt? Komm an den Tisch. Und da gratulieren die mir alle zum Geburtstag. Die hatte denen das nicht erzählt. Ich weiß nicht, wo sie es hergenommen. Ich habe vorhin Quatsch gesagt. Es ist gar nicht mein Geburtstag. Er hat ihm das gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich komme. Kamen die mich überrascht mit einem Kuchen, mit Geschenken, mit Kerzen und allem und haben mir erzählt, es ist ein Empfang für die Premiere für fremde Leute. Und ich war eingeladen, dabei war ich die Hauptperson, haben wir irgendwie lustige Fotos gemacht. Und dann habe ich mit Uschi und Michael in der Premiere gesessen nebeneinander und dann war das ein solcher Erfolg. Die Leute haben so getobt und gejubelt, habe mich für ihn sehr, sehr gefreut. Das war ein ganz wunderbarer Mensch und ein wunderbarer Kollege, Michael Schanze. Ja, und weil du wegen der Zusammenarbeit gefragt hast, wir waren in Kiss Me Kate die beiden Ganoven in Kiss Me Kate, die eine Gesangsnummer haben, raffinierterweise gegen Ende der Show, das ist natürlich gut, die Leute merken sich's leichter. Und das ist dieses berühmte Schlag nach bei Shakespeare und es gibt einen Werbeclip von der Oper Bonn, den die im Internet hatten und da kann man uns ein paar Zeilen singen hören. Schlag nach bei Shakespeare. Dann schlagen wir jetzt nach bei Shakespeare. Die besseren Damen gewinnt man nur durch Beherrschung der Literatur. Du bist ein Buch Schinden, zitierst du Kess, ein Altschloss und Marie Vitesse. Wo werden ihre Frauen machen?
Ich spiele jetzt eine gute Fee und erfülle dir einen Musikwunsch. Wen dürfen wir denn unseren Zuhörern für dich ins Radio zaubern? Na, dann bleiben wir doch beim Schlager und bei der Show. Das ist ja manchmal ein bisschen verpönt heutzutage. Aber zwei Künstler, die ich sehr schätze, und die sind neben Ilja Richter und, wen müsste ich noch nennen, Vera Müller, sind diejenigen, die ich am allerlängsten kenne in diesem Beruf, lange bevor ich damit was zu tun hatte. Das sind Stefanie Simon und Bert Behl aus Berlin. Zwei Schlagersänger, Entertainer. Bert, ein fabelhafter Entertainer alter Schule. Ich durfte auch schon mit ihm auf der Bühne arbeiten. Und Bert schreibt auch Texte, sehr, sehr schöne Texte. Und da gibt es eine Nummer, die ein Hit von den beiden auch war. Wir lieben das Leben. Und ich glaube, das tun wir alle, auch wenn wir im Moment uns leider immer von anderen Sachen runterziehen lassen. Aber eigentlich lieben wir doch das Leben und sollten wir nicht vergessen und trotz allem Scheiß ein bisschen positiver in die Gegend gucken. Dann blicken wir positiv oder hören wir positiv ein bisschen von Steffi und Bert. Wir gehen gerne mit Freunden auf. Feiern auch mal gern zu Haus. Hat der Alltag uns hart gestresst und keine Zeit für Freude lässt, dann kommt einfach der Augenblick auf der Suche nach Glück. Und wir denken nur, heute ist heute, habe noch nie was bereut. Denn wir lieben das Leben und lieben zu lachen. Wir lieben zu singen und Freude zu machen. Kommt, genießt mit uns jeden Tag. Ganz egal, was auch kommen mag. Denn wir lieben das Leben und lieben zu lachen. Wir lieben zu singen und Freude zu machen. Denn man kann noch so viel erleben. Das Leben ist schön. Dich nicht auf, hast du keinen, der zu dir hält, fühlst dich verlassen von der Welt, dann kommt einfach der Augenblick auf der Suche nach Glück. Dann denk einfach mal, heute ist toll, genieße mit uns diese Zeit. Denn wir lieben das Leben und lieben zu lachen. Wir lieben zu singen und Freude zu machen. Kommt, genießt mit uns jeden Tag. Ganz egal, was auch kommen mag. Denn wir lieben das Leben und lieben zu lachen. Wir lieben zu singen und Freude zu machen. Denn man kann noch so viel erleben. Das Leben ist schön. Das Leben und lieben zu lachen, wir lieben zu singen und Freude zu machen. Kommt, genießt mit uns jeden Tag, ganz egal, was auch kommen mag. Denn wir lieben das Leben und lieben zu lachen, wir lieben zu singen und Freude zu machen. Denn man kann noch so viel erleben, das Leben ist schön. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie merken es schon, ein Gespräch mit Hans-Jürgen Schatz, da reicht eine Stunde nicht, da reichen zwei Stunden nicht, da reicht... Manchen Leuten reicht schon nach 5 Minuten. Eine Frage, die habe ich noch und ich glaube, die ist auch sehr wichtig. Was ist deiner Meinung nach die wichtigste Aufgabe des Theaters oder überhaupt der Kunst in der heutigen Zeit? Ich glaube, mit die wichtigste Aufgabe von allen künstlerischen, kulturellen Dingen zu jeder Zeit ist, nicht zu langweilen. Ja, das ist ein sehr guter Abschlusssatz, denn Langeweile kann sehr schnell unangenehm sein. Es ist ganz furchtbar, weil wir sehen es doch im Moment, wie sehr es uns quält. Also langweilen darf man nicht. Man darf richtig schlecht sein auf der Bühne. Das passiert jedem Mal. Man darf nur nicht langweilig sein.
wenn man schon Mist macht, dann richtig und nicht langweilig. Aber wenn man die Menschen lachen machen kann und ihnen einen schönen Abend beschert, so wie es in meiner Kindheit von Künstlern immer gesagt wurde, die Menschen aus dem grauen Alltag entführen in eine andere Welt. Das hast du sehr schön gesagt. Wen möchtest du zum Abschied grüßen? Ich würde grüßen Michael Schanze und hätte mir gewünscht, wir hätten von ihm noch einen großen Hit auch gehört in dieser Sendung. Aber ich würde gerne jemanden grüßen, den du, glaube ich, ganz gut kennst. Und das ist deine Mutter. Oh. Ich habe, liebe Hörerinnen und Hörer, das muss ich Ihnen sagen, vorhin war die Rede von der Weihnachtsshow im Admiralspalast, wo ich das quasi Warm-up machen durfte. Da war eben auch die Mutter da, Christina, und sie saß zu meinen Füßen. Das ergab sich nun so, weil sie waren ja im Theater. Und ich habe sie von der Bühne begrüßt und erzählt, wie viel Kostüme sie für den Gastgeber des Abends entworfen hat, geschneidert hat, dieses Leben begleitet hat. Und das ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass Eltern für das, was man auf der Bühne, im Theater oder im Fernsehen oder wo auch immer im Showbusiness machen möchte, dass Eltern das unterstützen. Und Christina und ihr Mann haben das immer getan. Und ja, sie ist eine ganz zauberhafte Person. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Das hoffe ich auch. Du siehst, ich kriege jetzt ganz rote Ohren, so schöne Worte für meine Mama zu finden. Du bist halt einfach ein Schatz. Das verpflichtet. Ja, und die Zeit ist schon wieder wie im Flug vergangen. Danke, dass du unser Gast warst. Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie sich an diesem Feiertag Zeit genommen haben für Ihre Kulturzeit. Und wenn Sie von der Kulturzeit nicht genug bekommen können, haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, die Sendung nachzuhören. Sie wissen es ja hier bei den Wiederholungen bei Radio Goldstar oder auf meinem YouTube-Kanal Maggie B on Air. Also ich freue mich darauf, wenn wir uns nächsten Donnerstag wiederhören. Die Redaktion der Sendung hatte wie immer Mr. Sunshine himself, Dennis Schönwetter. Auch ich halte mich heute mal ganz kurz, weil wir sind sehr knapp in der Zeit. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei unserem Studiogast, freue mich auch auf nächste Woche. Und tja, ich muss schon sagen, du wirst ja jetzt schon als Gottschalk von Radio Goldstar gehandelt mit der Überziehung. Also, schönen Feiertag noch. Denken Sie immer daran, überall, wo Herzen schlagen, kann man einen schönen Abend erleben. Und zum Schluss, lieber Hans-Jürgen, erfülle ich dir natürlich noch sehr gerne deinen Wunsch. Und hier ist Ich lass dich nie mehr aus den Augen mit Michael Schanze. Das wäre fein. Danke, dass ich dabei sein durfte. Dieser Abend war so schön. Ich sah dich im Vorübergehen. Und wir blieben beide stehen. Wie verzaubert. Den Augen. Du gehst mir nie mehr aus dem Sinn. Und ich kann es wirklich kaum erwarten, bis ich wieder bei dir bin. Du, ich lass dich nie mehr einem anderen, weil ich ohne dich nicht leben kann. Bleib bei mir. Radio Goldstar.